Sehr geehrte Herr Ministerpräsident, der Epische Wahl, im Namen der bayerischen Gewerkschaften, die heute hier angetreten sind, den Bürgerbehörden ein herzliches Grüß Gott. Wir grüßen aber auch an dieser Stelle unseren Landrat, Herr Bredl, sowie Herr Lobes Neuland von Ipp, des Weiteren, Monsignore Seibold, als auch unseren Bürgermeister, Herrn Bredl. Kameraden, wir sind heute hier angetreten an diesem Patronatstag unter der Schirmherrschaft unseres Ministerpräsidenten Dr. Emmer Stoiber, um unsere tapferen Helden zu gedenken, die unter Einsatz ihres Lebens die bayerische Heimat verteidigt haben. Wir gedenken heute an diesem Tage der Opfer von 1705. Eine Horde österreichische Pandoren hat damals versucht, unsere Heimat in den Würgegriff zu nehmen. Und die tapferen Oberländler haben versucht, das Geschwirr hinauszuschmeißen. Aber wie so oft in der Geschichte, durch Verrat von einem Weibers wurde die Sache vereitelt. Und dadurch kam es zum Mord beinahe von Sendling. Ich möchte hiermit betonen, Sendling darf sich niemals mehr wiederholen. Wir stehen heute, Kameraden, vor schwierigen Aufgaben, die sehr schwierig sind. Weil wir nicht wie nur damals vom äußeren Feinde bedroht sind, nein, es ist diesmal auch der innere Feind, der uns bedroht, obwohl ich hier sagen möchte an dieser Stelle, dass der innere Feind ebenfalls von außen hereinkommt. Es ist immer eine Minderheit, die wo die Mehrheit terrorisiert und schikaniert, sodass wir sagen können, der innere Feind ist wahrhaftig die Minderheit. Die Minderheit, die überall drin sitzt, wie bei uns im Fernsehen, wo man die Freiheit hat, der Mehrheit unserer Bürger Bilder vor die Nase zu setzen, dass es einem graust. Wie zum Beispiel Fleischreste, wo die Hühner und Würmer drin sind, dass einem fast schlecht wird und man Körner fressen soll und unsere Landwirte kein Fleisch mehr verkaufen soll. Diese Körnerfresser sind nur ein Beispiel, wie eine Minderheit, eine Mehrheit terrorisiert, dass wir Mehrheit zum Psychiater gehen sollen, damit uns beim Anblick von einem Schweinsbraten nicht schlecht werden soll. Dieselbe Minderheit ist es auch, die wo unsere Biergärten schließen möchte, weil sie und weil es ihnen nicht passt, dass die Mehrheit unserer Bürger am Bier eine Freude hat. Dabei sagen wir in Bayern seit Jahrtausenden entschieden jawohl zum Bier. Unser Bier ist mit unserem Glauben aufs Innigste verbunden. Weil wir nicht, wie manche andere Leute, eine Religion haben, die gegen das Bier sind, sondern wir unsere Klöster zeigen, wir eine Religion haben wie die katholische, die das Bier ja sogar noch selber braut. Und ich möchte sagen, immer mehr Minderheiten, Individuen, Singles, manche haben sogar die Freiheit, sich als Künstler zu bezeichnen, wollen unseren Glauben verhunzen und unser Land verhungern. Wie erst neulich, wo man es gewagt hat, im Wolfratshausen auf die Brücke eine heilige Mutter Gottes hinzustellen im Minirock mit Schlüpfer, dass man reinschauen kann, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als so ein Schankwerk in den Fluss hineinzuschmeißen. Dieselbe Minderheit ist es auch, die sich jetzt natürlich in den Straßenverkehr mischt. Geschwindigkeit 30 genügt ihnen nicht. Nein, jetzt wollen sie Verkehrsinseln haben, Stolperschwellen, weil diese Minderheit nicht akzeptiert, dass sie in einem Land wohnen, wo es Menschen gibt, denen es pressiert. Ich möchte einmal sagen, was diese Minderheit für Schäden anricht, geht in die Milliarden. Ich möchte sagen, sie sind auch gegen alles. Will man eine Verkehrsstraße haben, sind sie dagegen. Tunnel und wenn er noch so vernünftig ist, gegen Atomkraftwerke sind sie sowieso, weil sie wollen, dass wir wieder in Höhlen wohnen. Ja, hört man uns denn verdammt? Die Münchner nennen
Münchner sind lauter Preisen und die nennen sich Münchner. Immer mehr Neger stellen sich als Deutsche dar. Ja, immer mehr dieser Minderheit drücken in unser Land herein und behaupten frech, sie wären wir. Ich kann nur sagen, Kameraden, Kameraden, jetzt heißt es aufgepasst. Wir haben eine lange Tradition, wie Namen wie Graf Arco, der diesen Schlawiner gezeigt hat, wo der Bartel den Most holt, als sie versucht haben, unsere Heimat an die Bolschewisten zu verkaufen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass ich den Hut ziehe von Persönlichkeiten, die die Zivilcourage haben, auch wenn sie persönliche Verfolgungen, berufliche Verfolgungen, Ehrabschneidungen riskieren, wenn man in diesem Land nur wagt zu sagen, jawohl, ich sympathisiere mit der CSU. Ich möchte sagen, Herr Ministerpräsident, der Freistaat Bayern, das ist eine Demokratie und kein Mensch wird hier bei uns gezwungen, eine Minderheit zu sein. Ein jedweder hat das Recht, sich zur Mehrheit zu bekennen und sich anständig aufzuführen. Und wenn er das tut, kann er in Ruhe auch einen Schmelzbrand essen und ein Bier dazu trinken. Und in diesem Sinne waren die Opfer von 1705 nicht umsonst. Ich danke Ihnen.